Hallo und dann herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu Fountain of Youth. Seid gegrüßt. Ja, ich bin schon mal vorgelaufen hier zu dem Baum, den wir erklimmen wollen. Ich glaube, ich spinne. Wir haben kein Seil dabei. Nein. Nein, wir haben kein Seil dabei. Ich habe das Seil rausgepackt. Ich trottel. Gut, dann müssen wir... kleine Planänderung. Würde ich sagen. Nein! Puh, da war knapp. Dann müssen wir... erst in die Berge. Autsch. Autsch. Erst. Autsch. So, wir können jetzt aber hier, guck mal. Jetzt können wir hier die Steine ernten. Schon mal. Dann können wir uns erstmal wieder einen Steinschneider machen. Dann machen wir uns... Sobald wir können da. Wurfmodus? Ne, werfen will ich ja nicht. Ich will ja. Und zwar den erstmal nach da. Kann ich denn nicht? Warum kann ich denn nicht? Ah, hier. So. Machen wir uns erstmal die Stöcke. So, jetzt können wir uns aber eine neue Axt herstellen. Wobei, jetzt können wir die auch reparieren, doch, ne? Ja. So, dann ist die wieder repariert. Jetzt hätten wir Steine. Liane. Ah, Liane. Nee, wir haben ja Liane gefunden. Aus der Liane können wir jetzt ein Seil herstellen. So war's, ne? Lianenseil. Brauchen wir aber noch von diesen Palmwedeln. Die werden wir jetzt hier im Wald natürlich nicht finden. Oder? Doch. So, und dann können wir uns ein Lianenseil herstellen. So. Und dann können wir nochmal zurückgehen zu unserem Baum. Wenn ich den denn dann wiederfinde. Und dann können wir uns die Karte machen. So. Wir brauchen auch noch einen großen... Einen großen Stock brauchen wir auch noch. Wo war denn jetzt dieser? Da ist der Baum. Genau. So, wundervoll. Das heißt, wir können... Ach, wir haben die Kohle. Haben wir die Kohle denn wenigstens mitgenommen? Ja, haben wir. Wundervoll. Dann können wir uns jetzt hier erstmal die Karte erweitern. So, dazu nehmen wir, das plündern wir natürlich erstmal wieder. Die nehmen wir alle mit, auch die Eierchen. So. So. Kartieren. Jawoll. Kurz auf Salbei haben wir jetzt hier. Wildschwein. Kokospflaumen. Kamille. Wasser des Lebens. Kurz auf Fuchs Respawn in 6 Tagen. Okay. Wir sind jetzt hier. Da ist nochmal Liane. Gut, dann hätten wir die auf jeden Fall schon mal erledigt. Also die Karte ist jetzt schon mal erweitert, das ist gut. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg, dass wir jetzt dieses Steinbild ergänzen können.
Und dazu brauchen wir brauchen noch lange Stöcke. Da führt kein Weg dran vorbei. Da gibt es noch mal einen Pilz. Kriegen wir denn hier ein paar lange Stöcke? Da kriegen wir auch keine langen Stöcke raus, ne? Hier auch nicht. Da auch nicht. Da ist noch mal so ein Pilzchen. Da hinten kriegen wir lange Stöcke draus. Aus den Bäumen, ne? Die so aussehen wie die afrikanischen Savannenbäume. Ja, nee, ist klar. So, Crafting. Ich brauche erstmal einen neuen Speer hier. So, Inventar. Oh, die Moskitos. So. Den haben wir auch. Wunderbar. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall. Dann müssen wir genau in die Richtung laufen hier. Da oben ist dieses Steinbild. Perfekt. Haben wir alles. Wir brauchen noch ein paar Kokosnüsschen. Die werden wir jetzt hier auch finden, damit wir uns ein bisschen was zu trinken machen können. Mich jagt ein Tier. Wo jagt mich denn ein Tier? Hier ist doch gar kein Tier. Aber muss ich den da jetzt wirklich töten? Es wäre natürlich cool, wenn ich ihn im Dunkeln sehen würde. Da. So. Jetzt jagt mich auch kein Tier mehr. So, heißt, jetzt kann ich mir auf jeden Fall erstmal was zu trinken machen. So. Und dann kann ich mal meinen Durst stillen. So, und dann können wir uns weiter auf den Weg machen. So, aus denen hier kriegen wir Palmblätter, okay. Lange Stöcke müssen wir uns auf jeden Fall auch noch mitnehmen gleich auf dem Rückweg. Da können wir nochmal Kokosnüsschen, die nehmen wir auch jetzt direkt mit. So. Jetzt sind wir schon zu schwer. Boah, wirklich? Da müssen wir uns hier erstmal noch so eine Kokosnuss einverleiben. So. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, jetzt sollte es passen. So. Unsere Flüssigkeit ist auf jeden Fall gestillt. Jetzt gehen wir erstmal da oben hoch und gucken, ob wir das ergänzen können da oben. Dann nehmen wir uns dann noch ein paar Steine. Wobei Steine ist jetzt auch schon wieder. Wir sind jetzt schon wieder viel zu voll, als dass wir Steine mitnehmen können. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir dieses Wandbild ergänzen können. So. Ne? Nein. Uns fehlt immer noch Teil 1. Stück einer Karte der Einheimischen. Stück einer Karte dabei, hilft mir nur Regionen zu entdecken. Kann an Orten von Einheimischen gefunden werden. Okay. Uns fehlt dieses Stück Wandbild. Wir haben alle Teile hier gefunden. Nur das letzte Teil irgendwie noch nicht. Das kann ja nicht so weit weg liegen hier. Eigentlich.
So, und hier diese Dinger müssen doch auch was auf sich haben, ne? So, aber hier ist tatsächlich nichts mehr zu sehen von diesem Wandbild. Verdorbenes Essen, Steinschneider. Den habe ich da eben fallen lassen gehabt, genau. Vielleicht können wir da hochkraxeln. Vielleicht liegt der ja da oben drauf. Okay. Vielleicht falle ich auch einfach mal nur runter. Level 4 Stärke, ne? Wir haben. Da komme ich auf jeden Fall nicht hoch, ne? Da die Ecke, das war schon keine schlechte Idee, aber. Da ist bestimmt, das ist bestimmt da oben, ne? Oder? Da kann ich aber nicht hochklettern. Da auf die Ecke komme ich nicht drauf. Da komme ich auch nicht dran. Wenn ich hier entlang gehe, falle ich gleich runter, ne? Aber wobei, ne, da komme ich auch rum. Aber ich komme nicht hoch halt, ne? Ich komme nicht hoch. Wo könnte jetzt diese eine doofe Steintafel liegen? Doch hier nirgendwo was übersehen, oder? Da komme ich auch nicht hoch. Da, es sieht mir fast so aus, als wenn ich hier die Seite hochkomme. Ne. Nee, nee. Können nur noch mal gucken, ob wir hier unten vielleicht was übersehen haben. Das ist auch noch mal so ein Baum, ne? Um die Karte zu erweitern. Komm, gucken wir uns einen einfach mal an. Vielleicht, wir können uns da noch ein Lianenseil machen. So. Und dann gucken wir einfach mal auf den Baum hier hoch. So. Dann können wir die Karte um noch eins erweitern. Hat ja auch was für sich. So. Hier fehlt mir jetzt noch ein Baum auf jeden Fall. Kamille. Dattelpalme. Interessanter Ort. Ja, der ist der interessante Ort ist ja hier. Das ist ja alles Kurzohrfuchs, Orangenbaum, Salbei. Gehen wir noch mal runter. Hier sieht mir aber nicht danach aus, dass wir noch so eine Steintafel finden würden. Vielleicht unten weit oder weiter unten am Strand. Oh, wir sind auch schon wieder mit Gift infiziert.
könnte aber mal eben hier so ein Häppchen. Zur Stärkung zu mir nehmen, so. So, hier sind Stöcke, Palmenblätter, aller möglicher Krimskrams. Da ist noch mal eine Angelstelle. Überreste von einem Tier. Aber nichts, was auf so eine Steintafel hindeutet, ne? Geh mir nicht auf den Pinsel. So. Hier oben, ne? Gucken wir mal hier, vielleicht finden wir hier irgendwas. Das sieht auch nicht danach aus, ne? Keine Spuren von Einheimischen, das ist halt. Da ist nix. Da ist nix. Können wir unten am Berg nochmal entlang gehen? Vielleicht ist da was runtergefallen? Steine wäre ja ganz gut, aber wir können nichts mehr tragen, ne? Von 56 Kilo sollen wir mal versuchen. Ach ne, ist erst in ein paar Tagen wieder verfügbar. Okay. Den lassen wir jetzt auch erstmal hier. Ne. Da ist auch nichts. Was haben wir hier? Salbei. Könnten wir doch mal ernten. So. Aber da ist auch nichts. So, da ist dieser kleine Durchgang unten. Da war aber auch, habe ich auch nichts gesehen gehabt. Dass hier so eine Steintafel liegt. Da ist nochmal so ein Nest. Was haben wir hier? Gar nichts. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Na, wunderbar. Warum nicht gleich so? Ich wusste doch, die muss hier irgendwo liegen. So. So, mal schauen, was passiert, wenn wir den jetzt ergänzt haben hier. Lied des Brunnens. Und die großen vier kehrten jung und frisch zurück, als wären nur ein paar Tage vergangen, seit sie losgesegelt waren. Und nicht Jahrzehnte. Und sie brachten den Stämmen frohe Kunde. Die große Insel war Bimini. Versteckt hinter dem Nebel der Gürtel. Okay, hinter dem Nebel der Gürtel. Seine Riffe und Strömungen auf der Insel wimmelte es von Früchten, wilden Tieren, Pflanzen, die auf der Archipel selten waren. Die auf dem Archipel selten war, so. Aber der wahre Schatz von Bimini war der wundersame Brunnen, den die großen vier im Herzen der Insel gefunden hatten. Das Wasser des Brunnens heilte jede Krankheit und jede Wunde, aber selbst das war nicht sein größtes Wunder. Diejenigen, die aus dem Brunnen tranken, hörten für viele Jahre auf zu altern und blieben jung, als ob die Zeit keine Macht über sie hätte. Okay. Wunderbar, den haben wir dann auch gelöst. Heißt jetzt, wir können, vier Steine haben wir können zurück
zu unserer Höhle und dann können wir uns mal in der nächsten Folge, würde ich sagen, ums Boot kümmern, oder? Also hier hoch müssen wir jetzt nicht zwangsläufig. Wir haben Stöcke, wir haben Lianen. Warte mal eben. Da ist doch, den Baum müssten wir doch auch noch katalogisieren, oder? Kann ich denn noch ein Lianenseil machen? Ist die Frage. Nee. Kann ich nicht. Dazu bräuchten wir eine Liane erstmal. Was aber vielleicht auf dem Weg dahin... direkt zwei. Ich glaube, ihr seid verrückt. Mach keinen Quatsch da. So. Aber wir müssen auch definitiv noch Skorpione haben. Und Crafting... Kamillensaft können wir machen. Zerkleinertes Salbei und der mit dem Skorpion. Benutzt Chemiewerkbank zum Craften. Ah, ne, können wir nämlich gar nicht machen. Benutzt Lagerfeuer zum Craften. Magenschmerzen, leichte Verdauungsstörungen, Durchfall können wir heilen damit. Okay. Und hier die Vergiftung, brauchen wir noch ein paar Skorpione. Okay. Sollten wir hinkriegen, aber wir brauchen jetzt erstmal definitiv, wenn überhaupt, noch Lianen. Und... Hier sind... Oh. Na, du gehst mir aber auf den Keks. So, da könnten noch Lianenbäume sein, oder? Da wachsen auf jeden Fall irgendwie so... Lianen drumherum. Echt jetzt? So, du jetzt auch noch. Ich glaube, ich spiele jetzt reicht's aber. Noch einer. Echt jetzt? So, kriege ich jetzt meine Liane hier. So, jetzt bin ich zu voll. Etwa klar, etwa so klar. Gut, aber wenn ich jetzt noch ein Schlückchen trinke, weil ich ja sowieso müsste. Ich wurde von Schädlingen angegriffen. Oh, jetzt sind hier auch noch Skorpione. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, jetzt haben wir noch einen Skorpion. Jetzt können wir uns da erstmal was zu trinken machen. Dann müsste das Gewicht dann auch wieder runtergehen. Wunderbar. Und dann können wir uns den Baum suchen. Und das müsste doch dann der Baum da sein, ne? Das müsste doch dann... Ja, ne, da sind wir ja schon dran vorbei. Hier muss noch so ein Lianenbaum sein irgendwo. Baum des Kartografen, Baum des Kartografen. Da laufen wir gerade drauf zu, aber hier ist kein Baum des Kartografen, oder? Oder wo finde ich hier einen Baum des Kartografen? Das wäre ja der, aber der ist zu weit weg. Oder müsste der da hinten sein? Oh, die Tierchen geben mir aber auf den Keks. Könnte das der da hinten sein? Aber auch nicht. Der müsste ja hier irgendwo stehen, ne? Komm, wir laufen jetzt erstmal zurück Richtung Heimat.
Echt jetzt diese Vögel, ne? Du mich auch. Meine Güte, ein Tier nach dem anderen hier. Schaden durch Pflanzen, durch Tiere. Alle wollen mir ans Leder hier. So, wo ist denn jetzt mein Zuhause? Ich habe mein Zuhause verloren. Ich sehe den Stein nicht mehr. Da hinten ist er, glaube ich. Schaden durch ein Tier genommen. So, wenn wir von hinten reingehen, dann sollten wir doch rein theoretisch... Ach komm, bleib du da. Dann sollten wir doch rein theoretisch auch an den Skorpion vorbeikommen. Da können wir uns da noch ein bisschen Heilzeugs machen. Die Frage ist halt nur noch, ich weiß nicht mehr genau, wo jetzt der Eingang war. Von hinten. War das hier hoch? Ne, hier war es nicht, ne? War es vielleicht noch weiter rechts rum? Oh, hier haben wir noch ein paar Orangen, ne? Können wir die denn ernten und dann können wir da noch laufen? Nein. Aber wir können die doch rein theoretisch essen. So. Nee, hier ging es auch nicht rein. Na, gehen wir wieder andersrum, komm. So, nochmal genau gucken. Wenn wir hintenrum rausgehen, wo der Ausgang war. Da ist der eine Baum. Nee, das muss noch ganz woanders sein, weil wir konnten von da aus fast beide Bäume sehen, ne? Dann muss das ja hier irgendwo gewesen sein. Wenn mich nie alles täuscht. Oder? Klar, da oben ist es doch, ne? Ja. Träumchen. Ein Träumchen. So, aber ich brauche jetzt auch nicht drauf spekulieren, dass ich hier einen Skorpion, weil ich kann eh nichts mehr tragen. So, aber zumindest sind wir schon mal wieder in unserer schönen, gemütlichen, kleinen Höhle. So, und dann müssten wir dann auch nochmal die Kisten vernünftig aufräumen. Ich würde jetzt aber hier tatsächlich wirklich alles reinpacken, was Essen angeht. Ah, der passt da nicht mehr rein, okay. Gut, dann packen wir den mal raus. Was haben wir hier? Verdorbenes Essen, das muss auch nicht unbedingt hier drin sein. Der Schildkrötenpanzer muss auch nicht da drin sein. Das heißt, die kommen dann da rein. Okay, dann esse ich sie halt, wenn du nicht da rein willst. Ach so, der will nicht da rein. Muschelschale. Da haben wir noch drei von. Okay. Kriegen wir die noch da rein, die Blümchen? Auch nicht mehr alle. Dann nehmen wir das verdorbene Essen raus. Wieso kann ich denn das nicht rausnehmen? Halten zum Bewegen. Ah, so. Die kriege ich da nicht mehr rein.
Ich wollte doch, was wollte ich denn? Eier? Würmer? Rinde muss da auch nicht. Rinde, der kann auch raus. So. Der Schildkrötenpanzer raus. Blätter können auch raus. So. Die kann man essen, die läuft eh gleich ab. So. 28 Kilo. Was können wir denn jetzt noch rauspacken hier? Pilzzunder, den brauchen wir da nicht. Baumrinde. Eier. So. Die Kokosnüsschen. So. Dann gehen wir mal erstmal hier rein. Jetzt packen wir erstmal alles nehmen. So. Komme ich an den anderen auch noch dran? Alles nehmen. So, wundervoll. Jetzt können wir, damit können wir arbeiten. So, das heißt Bambus, Knochen, Rinde. Der Panzer kann da rein. Paradiesvogelblume, Muschelschalen. Der kann auch da rein, der kann da rein. Fischgräten können wir auch erstmal da rein tun. Vogeltrank. Allheilmittel kann da rein, der kann auch da rein hier. Die Trophäe kann mit da rein. Kann bei Schlangenkadavern gesammelt werden. Okay, das ist auf jeden Fall nichts Essbares. Der kann mit da rein. Lianenseil. So. Die Palmwedel kommen da mit rein. Baumrinde. Die Steine können da rein. Ne, die Steine können da nicht rein. Pilzzunder kann mit da rein. Federn. Die Würmer. So, dann machen wir hier weiter. Obsidianscherbe, große Blätter, die Steine. Neues Steinmesser werden wir auch bald brauchen. Der kann auch mit da rein. Die Blätter können mit da rein. Die großen Stöcke. So, dann gehen wir nochmal an die Essenskiste. Brot. Apfel, Eier. Wundervoll. Muscheln, doch auch. Jetzt muss ich mal immer gucken hier, was. Also die Muscheln nehme ich jetzt mal raus, weil die scheinen da jetzt nicht so. So, jetzt haben wir noch die Stöcke, die Muscheln. Die machen wir jetzt gleich fertig zum Essen. Dafür nehme ich aber mal die Stöcke eben rüber. Dann würde ich sagen, machen wir mal eben Feuerchen an. So. Dann Crafting. So. Gut, dann haben wir die Skorpione brauchen wir. Und dafür brauchten wir noch große Blätter, ne? Genau, große Blätter waren's, die wir brauchten für die Vergiftungsgeschichte. So, wundervoll. Das heißt, die Stöcke können wieder hier weg. Die großen Blätter auch.
unser. Essen nehmen wir mit. Die Fackel könnten wir eigentlich auch erstmal hier lassen. Das ist nur unnötig Gewicht gerade. Wie sieht's denn hier? Steinmesser müssen wir ein neues machen, ne? Die können wir auch nicht reparieren. Das heißt, wir müssen ein neues Steinmesser machen. Und den hier machen wir mal eben da rein. So. Crafting. Werkzeug. Steinschneider. So, und dann können die Steine wieder da rein. Wir müssen Steine auf jeden Fall auch noch neue sammeln. Holzkohle haben wir 3, das wird passen. Lianenseil hätten wir auch mit dabei. Und den haben wir auch mit dabei. So, wie sieht es denn hier draußen aus? Es ist doch eigentlich... schon schön am Tag, ne? Wir müssten ein bisschen schlafen. Da tasten wir uns jetzt mal eben ran, damit wir mal so ein bisschen was. 8 Stunden? Guck mal, perfekt. 8 Stunden. Und wenn wir jetzt, 24 hätten wir gebraucht, ne? 8, 16, 24, machen wir jetzt 16 Stunden. Und dann sollten wir doch wieder. Genau. An dem Zeitpunkt sein, wo wir auch hin wollten. Kriege ich einen kleinen Skorpion noch irgendwo da unter? Ja. Gut, neues Messer haben wir. Wir haben was zu essen. Wir haben... wo ist denn Kokos? Kokos, Kokos haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir mümmeln jetzt erstmal ein bisschen was. Damit wir auch voll gestärkt sind. So. Dann nehmen wir uns hier so. So, jetzt sieht doch ganz gut aus. C. Lebhaftigkeit, natürliche Erholung. Chance einer Verletzung. -25%. Wundervoll. Gut. Ja, liebe Leute. Fast wieder eine Doppelfolge. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall unser Schiff. Also wir fangen auf jeden Fall mit unserem Schiff an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch mit diesen komischen Tiergeräuschen im Hintergrund. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.